Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wir kommen zu den Abstimmungen. Zunächst Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Hagen, Kolleginnen und Kollegen, betreffend etappenweise Erhöhung des Verteidigungsbudgets. Wer spricht sich für diesen Antrag aus? Das ist die Minderheit. Dieser Antrag ist abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Ingenieur Lugar, Magister Dahlmann, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Flüchtlingskrise, nationaler Schulterschluss zum Schutze Österreichs. Wer ist dafür? Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Bilakovic-Jenewein, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Offenlegung des Bank Austria Pensionsdeals zwischen SPÖ Wien und dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz unter der Federführung von Ex-Minister Rudolf Hunsdorfer. Wer ist dafür? Das ist wiederum die Minderheit. Auch dieser Antrag ist abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Schimanek, Kolleginnen und Kollegen, betreffend vorübergehende Aussetzung der Vignettenpflicht auf der A12 für den Abschnitt Staatsgrenze bei Kufstein bis Kufstein Süd. Es ist namentliche Abstimmung verlangt worden. Da dieses Verlangen von 20 Abgeordneten gestellt wurde, ist diese namentliche Abstimmung durchzuführen. Für die Abstimmung können ausschließlich die amtlichen Stimmzettel verwendet werden. Die Abgeordneten werden namentlich aufgerufen, den Stimmzettel in die bereitgestellte Urne zu werfen. Ich ersuche jene Abgeordneten, die für den Entschließungsantrag sind, Ja-Stimmzettel, jene, die dagegen stimmen, Nein-Stimmzettel in die Urne zu werfen. Bitte nun die Schriftführerin, Frau Abgeordnete Magistra Musiol, mit dem Namensaufruf zu beginnen. Der Herr Abgeordnete Buchmeier wird Sie später dabei ablösen. Nun läuft also eine namentliche Abstimmung. Aufmerksame Zuseherinnen und Zuseher der Parlamentsübertragungen hier auf ORF 3 kennen das vom zweiten Nationalratspräsidenten Karl-Heinz Kopp von der ÖVP beschriebene Prozedere ja bereits. Die Abgeordneten werden nun in alphabetischer Reihenfolge zur Stimmabgabe in der Mitte des Plenarsaals, wo bereits die hölzerne Wahlurne aufgebaut wurde, aufgerufen. Auf den Stimmzetteln, die Sie womöglich bereits in der Hand des einen oder der anderen Abgeordneten gesehen haben, stehen Name und Partei des oder der jeweiligen Abgeordneten, während die Farbe des Stimmzettels Zustimmung oder Ablehnung signalisiert. Dabei stehen die rosa-rötlichen Stimmzettel für ein Nein, die grün-gräulichen Stimmzettel für ein Ja. Beantragt haben diese namentliche Abstimmung die Freiheitlichen. Und Sie fragen sich, was wird nun konkret namentlich abgestimmt? Nun, ein Entschließungsantrag der FPÖ betreffend einer vorübergehenden Aussetzung der Vignettenpflicht auf der A12 für den Abschnitt Staatsgrenze bei Kufstein bis zur Ausfahrt Kufstein Süd. Diesen Antrag hat Carmen Schimanek von der ÖVP als letzte Rednerin der vorangegangenen Debatte quasi soeben eingebracht. Ja, auf diesem Abschnitt der A12 bei Kufstein war die Vignettenpflicht bereits von 1997 bis Dezember 2013 ausgesetzt. Die Wiedereinführung der Vignettenpflicht sei laut Antrag der FPÖ mit vielen Nachteilen für die betroffenen Anrainer verbunden. So sei in einigen Stadtteilen das Verkehrsaufkommen stark angestiegen und es käme auch vermehrt zu Staus. Verschärft habe sich die Situation nun noch aufgrund der temporären Grenzkontrollen im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. Bisher habe man die Aufhebung der Vignettenpflicht auf der A12 bei Kufstein mit dem Hinweis abgelehnt, dass die gesetzlichen Grundlagen hierfür fehlen würden. Allerdings verweist die FPÖ in ihrem Antrag nun darauf, dass die Vignettenpflicht auf der A9 in der Steiermark im Abschnitt von der Abfahrt Spielberg bis zum Grenzübergang aufgehoben wurde, weshalb die Freiheitlichen nun eben das gleiche Prozedere auf der A12 verlangen, da die Situation dort vergleichbar sei. Ja, und vielleicht noch ein Detail, ein
Hintergrunddetail zu dieser namentlichen Abstimmung. Es stehen auch Bürgermeisterwahlen in Kufstein an, Ende Februar. Und da hat auch Johannes Rauch von der ÖVP in seiner Rede in der vorangegangenen Debatte da dieses Anliegen, das hier nun in dem Antrag der Freiheitlichen, nämlich die Aufhebung der Vignettenpflicht auf der A12 in Kufstein, unterstützt und auch vom Verkehrsminister Gerald Klug von der SPÖ verlangt, sich zu diesem Thema zusammenzusetzen. Johannes Rauch von der ÖVP kandidiert nämlich als Bürgermeister von Kufstein bei dieser Wahl, die nun Ende Februar ansteht. Ja, unterdessen ist auch die Stimmabgabe beendet und die hölzerne Wahlurne ist bereits auf die von hier oben aus gesehen rechte Seite des Präsidiums getragen worden, wo nun mit der Stimmauszählung begonnen wurde. Das Ganze wird streng beobachtet von den Schriftführern, die auch bereits alphabetisch die Abgeordneten zur Stimmabgabe aufgerufen haben. Das sind heute Daniela Musiol von den Grünen, die Verfassungssprecherin, und Harry Buchmeier von der SPÖ, die nun hier den Wahlhelfern genau auf die Finger schauen, dass bei der Stimmauszählung auch alles mit rechten Dingen zugeht. Wie gesagt, abgestimmt wurde namentlich ein Antrag der Freiheitlichen, bei dem es um die Aufhebung der Vignettenpflicht auf der A12 für den Abschnitt Staatsgrenze bei Kufstein bis Kufstein Süd geht. Die Stimmauszählung zu diesem Antrag der FPÖ bezüglich Aufhebung der Vignettenpflicht auf der A12 bei Kufstein läuft also noch. Das gibt Gelegenheit, Ihnen noch einen Ausblick zu geben auf die weiteren noch anstehenden Tagesordnungspunkte am heutigen ersten Plenartag des Nationalrats im Jahr 2016. Hier steht ein durchaus heikler bzw. umstrittener Punkt an, nämlich das neue Staatsschutzgesetz. Das neue Staatsschutzgesetz bündelt die Befugnisse der Ermittler und wertet das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung auf. Besondere Vorfeldermittlungen dürfen künftig ausschließlich vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung durchgeführt werden. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem der Schutz vor terroristischen, ideologisch oder religiös motivierter Kriminalität sowie vor Spionage. Und zu diesem Staatsschutzgesetz ist bis zuletzt, also auch am heutigen Tag, noch intensiv verhandelt worden. Und bereits heute Vormittag ist klar geworden, dass eine in den letzten Wochen noch für möglich gehaltene Einigung mit den Grünen auf dieses Staatsschutzgesetz doch nicht zustande kommt. Und im Laufe des Tages hat sich nun auch herauskristallisiert, dass auch keine Einigung mit der FPÖ bezüglich einer gemeinsamen Vorlage eines Staatsschutzgesetzes möglich ist. Somit wird dieser nun folgende Tagesordnungspunkt, das Staatsschutzgesetz, voraussichtlich nur mit den Stimmen der Regierungsparteien beschlossen werden. Dennoch gibt es einige Veränderungen aufgrund dieser Verhandlungen mit FPÖ und Grünen hinsichtlich der ursprünglichen Regierungsvorlage. Nun gibt es schon ein Ergebnis, das Karl-Heinz Kopf nun bekannt geben wird. Abgegebene Stimmen 152, davon Ja-Stimmen 47, Nein-Stimmen 105. Der Entschließungsantrag
Antrag der Abgeordneten Szymanek, Kolleginnen und Kollegen, ist somit abgelehnt.